Damit Rick sein Ziel erreicht, muss der Uferabschnitt jede Woche 70 Unzen Gold liefern. Das Team arbeitet gut zusammen. Auch zeitlich klappt alles gut. Schön, dass wir am Uferabschnitt sind. Was ist denn da los? Ich krieg gerade eine Warnung vor einem Waldbrand drüben in Mayo. Bewohner und Arbeiter sollen sich auf eine Evakuierung einstellen. Das ist auf der anderen Seite des Bergs. Hast du den Alarm auch gekriegt? Ja. Noch mache ich mir keine Sorgen. Wir müssen es nur im Kopf behalten. Im Yukon Territory herrscht von Juni bis August Waldbrandgefahr. Auch die Claims der Goldschürfer können betroffen sein. Kanada erlebt in diesem Jahr eine Rekordzahl an Bränden. Zehntausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Das Frühwarnsystem alarmiert auch Rick und sein Team. Alle müssen sich auf eine Evakuierung gefasst machen, falls das Feuer näher kommt. Da raucht es. Da gibt's ein Problem. Ryan! Ich weiß nicht warum, aber der Truck qualmt. Halt an und steig aus. Ich hol Werkzeug und komme. Bis gleich. Morgans Muldenkipper fing an zu rauchen. Immer wenn wir in Fahrt kommen, passiert was Katastrophales. Ich blockiere die ganze Straße. Das heißt, wir kriegen kein Schürfgut zu der Anlage. Das ist das Letzte, was wir jetzt gebrauchen können. Das Schürfgut muss zu Rocky. Hoffentlich kann Ryan den Truck reparieren. Es roch verdächtig. Und als ich mich umsah, rauchte es da hinten. Riecht nach Sprit. Da ist es nass. Also Feuergefahr, wenn Diesel auf den heißen Auspuff tropft. Ich will nicht, dass du ihn wegfährst, da schießt Sprit raus. Ich schau mal rein. Vorsicht, es geht in deine Richtung auf. Die Leitung zur Einspritzdüse ist ab. Hier ist die Pumpe, die den Diesel in den Injektor pumpt. Jetzt schießt Diesel raus und trifft auch das Auspuffrohr. Da sind wohl Steine reingekommen und haben die Leitung abgerissen. Gut, dass du aufgepasst hast. Wenn Diesel brennt, geht alles in die Luft. Ich bring das in Ordnung. Ryan muss die Einspritzleitung befestigen und sichern. Außerdem sucht er nach weiteren losen Anschlüssen in der Kraftstoffzufuhr. Alles gut. Nach ein paar Runden prüfen wir, ob sich was gelöst hat. Das ging schnell. Typisch Ryan. Er hat den Truck schnell wieder hingekriegt. Ich bin sehr zufrieden mit ihm. Er passt hier gut rein. Er ist ein erfahrener Mechaniker, der sich auch in einen Muldenkipper setzt, wenn Not am Mann ist. Ich freue mich, dass er da ist. Nun schaffen wieder zwei Trucks Schürfgut heran. Und Rocky kann endlich in Betrieb gehen. Aufregend. Wir schalten Rocky zum ersten Mal ein, seit wir am Uferabschnitt schürfen. Das Material gefällt mir. Vielleicht bin ich voreilig, aber ich glaube, das ist ein guter Abschnitt.
Das muss nicht absolut präzise sein. In Paradise Hill ist Kevin zuversichtlich, dass er die Trommel bis zum Wochenende zum Laufen bringt. In den letzten Tagen haben er und Faith die Elektrik für die Anlage auf Vordermann gebracht. Sie schlossen ein 600 Meter langes Wasserrohr an und installierten einen Verteiler zwischen der Trommel, Finger weg, und den Waschrinnen. Das Förderband steht, die Waschrinnen sind dran, alles ist festgeschweißt. Ich bin ziemlich sicher, dass alles, was Faith und ich installiert haben, okay ist. Für das Zeug, das vorher dran war, das wir nicht angefasst haben, übernehme ich keine Verantwortung. Nun muss noch das letzte Puzzlestück an Ort und Stelle verfrachtet werden. Jetzt schließen wir den Trichter an. Das ist das letzte Teil. Es gibt keinen Grund, dass hier etwas schiefläuft. Wir haben alle nötigen Maschinen dafür. Um den zweistöckigen, 30 Tonnen schweren Einfülltrichter in Position zu bringen, benötigen Mike und Maschinenführer Brandon Carr zwei große Bulldozer. What's up? Oh, Mike. Brandon, pull. Good. Mike, grip it down. Alle bereit? Ich bin's. Mike, schieb ihn schön vorsichtig. Warte kurz. Brandon, lass ihn runter. Nice and slow. Nice and down, Brandon.